Jetzt geht's auch noch weiter. Der finale Revinzer-Disc kommt jetzt. Perfekt. Einfach nur perfekt, Digga. Wie man aus einem Greenscreen-Video 10-fach Content machen kann, Julian Bam. Du bist es einfach. Okay. Kommen wir zu dem eventuell vielleicht genialsten Video auf YouTube. Zu einem Disc, der so meta ist, Leute. Ich sehe ihn kaum. Revi Disc over 9000, Leute. Jetzt kommt der wahre Disc erst. Was soll denn das, Bro? Ich, ganz ehrlich, Alter, ich werde so hart antworten darauf. Ich werde keinen Diss-Track machen oder sowas. Bro, ich werde mir wirklich was ganz, ganz anderes überlegen. Ich werde mir wirklich etwas überlegen, Julian Bam. Ich werde mir etwas überlegen, was nachhaltig dein Leben schädigen wird. Ich möchte auf persönlicher Ebene, möchte ich dir Schaden zufügen. Ich hatte euch gesagt, dass der Revi-Diss unter anderem daraus besteht, dass er gar nicht ins Hauptvideo kommt, dass wir einen kompletten Drehtag für ihn umsonst aufmachen. Aber er ist im letzten Hauptvideo drin. Er war sogar nie nicht da. Er ist halt einfach nur unfassbar schlecht eingebaut worden, aber ich bin meinen Worten treu geblieben. Er ist im letzten Märchen asozial drin. Wo bin ich drin? Wo? Also, Revi ist im Hauptvideo für genau 78 Frames. Bei einer 25 FPS-Sequenz sind das 3 Sekunden und 3 Millisekunden. Aber keiner von euch hat ihn bis jetzt entdeckt. Und jedes Mal, wenn die Szene kommt, dann denke ich mir so, oh scheiße, er ist doch auffälliger, als ich dachte. Ich sehe ihn jedes Mal. Aber ihr habt alle noch nicht gesehen. Es ist das Werk des... Was? Teufels einfach, denn jetzt auf seinen Nacken starten wir ein Gewinnspiel von der womöglich schwierigsten Wo ist Walter Version, die es auf YouTube gibt. Das Video. Digga, der Typ verkauft einfach sein Merch, indem er mich disst. Was ist das für eine Scheiße, Alter? Ich muss ihn anzeigen. Ich muss sein Tinder-Profil hacken. Ich muss Löcher in seine Kondome stechen. Ey! Video Keter Pan ist 14 Minuten und 22 Sekunden lang und innerhalb dieses Videos sind irgendwo 3 Sekunden versteckt, wo wir die Aufnahmen, die wir mit Revi gemacht haben, drin sind. Und jetzt kommen wir zu den Gewinnen, die man bei diesem Out-of-the-Box-Gewinnspiel gewinnen kann. Bestimmt einfach nur richtig fetten Müll. Freunde, Platz 3. Diesen Schnürsenkel hier, der schon seit einem Jahr oder vielleicht schon seit 2 Jahren durchs Büro herumfliegt. Okay, Müll. Ein schönes Bild von Mama, was aus einem der Hauptvideos stammt. Und Müll. Und ein Bild von Revi, eine Autogrammkarte, wo Revi unterschrieben hat, aber ich das durchgestrichen habe und selber unterschrieben habe. Bis zu der Unterschrift von Ju, kein Müll, jetzt wieder Müll. Zwei. Diese Fliegenklatsche, an der schon so viele Atome und Hautschuppen von Rezo dran kleben, klonbar. Oh, dieses Fernglas, was Sturmi bei Keter Pan hatte. Digga, der verschenkt einfach nur Müll aus seinem Haus. Wieso lasst ihr euch verarschen, Digga? Warum lasst ihr euch verarschen, Chat? Die Halskette von Sniff. Tragbar. Und ein Produkt aus dem Eternal God Store habe ich. Eternal God Store, der größte Müll. Der absolut größte Müll. Gerade an. Das hier ist der Oversized Eternal Koi Pulli. Aber wir können natürlich nochmal schreiben, welches Produkt ihr lieber haben wollt. Platz 1 bekommt einen Platz in meinem Herzen. Und zwar einen Platz in der Videobeschreibung unter Keter Pan, wo er erwähnt wird und gedisst wird. Den Platz nur, sofern ihr wollt. Und ein Bild von deiner Tochter. Ey, Digga, der verschenkt einfach nur Müll. Ist auch unterschrieben. Und er macht einfach Schrott, wie ich dem Bruder. Weihnachten ist vorbei, hör auf. Und ein Edamame. Ein Digga. Edamame. Den hatte ich immer in der Bauchtasche. Hallo. Aber natürlich auch etwas aus dem Eternal God Store. Nach deiner Wahl. Ach ja, und diese Nintendo Switch. Wie macht man mit, Freunde? Ihr müsst natürlich Revi finden und unter dem Hauptvideo einen Kommentar setzen mit dem richtigen Timecode und hinschreiben, gefunden. Und wichtig, damit sich Thomas bei euch melden kann, ein Twitter-Account oder Instagram-Account. Zweitens, macht gerne alle mit, aber leider müsst ihr über 18 sein und den Wohnsitz in Deutschland, Österreich oder Schweiz haben. Das ist so schade. Schade, dass du nicht die Versandkosten für jemanden aufnimmst, der zum Beispiel in Belgien wohnt. Oder so. Finde ich echt schade, dass deine Community so wenig wert ist, weil das wäre nur 2 Euro mehr, Julian Bam. Es wäre nur 2 Euro mehr. Da sieht man mal, wie egal das dir ist, ne? Drittens, ich habe beim Dreh mit Revi einfach noch seine Kette geklaut. Stimmt. Thomas hat meine Kette gehabt, der Ich kann nicht mehr, ich bin raus. Ach, kurzer Nachtrag noch. Ich habe die Szenen von Revi vom Greenscreen einfach mal für euch alle freigegeben. Perfekt, Digga. Dann habe ich wieder was zum Reagieren. Super, danke dir dafür, Ju. Macht gar keinen Sinn. Ju's Fans sind alle unter 18.
Da ist niemand dabei, der unter 18, also über 18 hat quasi. Hallo, hier ist die Mobilbox. Ich sag jetzt seine Nummer. 01. Nein, Spaß.